Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal AFB Social and Green IT mit dem King Mod Systems Value AFB Edition Gaming PC. Dahinter stehen nur die Specs für 999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist nicht komplett fake, ich kann es nicht richtig einordnen. Das Mainboard stimmt, der RAM stimmt auch, die Grafikkarte auch. Der CPU-Kühler ist hier das Thema, da wird nämlich keine Angabe gemacht. Und ich habe Vergleichssysteme mir angeschaut, weil das eigentlich original von Case King kommt. Und die haben alle den Stock-Kühler drin, deswegen werde ich hier auch mit dem Stock-Kühler rechnen. Aber hier scheint auch irgendwie ein anderer drin zu sein, aber wird leider nicht angegeben. Deswegen kann man davon ausgehen, dass vielleicht der Stockkühler sogar verbaut wird. Nimmt man nämlich als Vergleich von King Mod Systems den Gaming PC Value direkt bei Case King, haben wir hier den Stockkühler drin auf der 12.000er Generation. Und nehmen wir die S-Variante, ist hier auch der Stockkühler drin. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus. Aber wenn ihr später noch 20 Euro oder was draufrechnen wollt, dann macht das ruhig. Aber so grundlegend ist da nicht viel Fake drin. Also wirklich, das Gehäuse stimmt, habe ich ja eben alles schon gesagt, das passt schon soweit. Kommen wir erst zu dem Gehäuse. Hier haben wir das Lianli LanCool 205M Mesh Micro ATX Gehäuse. Das ist wichtig, da sage ich gleich noch was zu. Tempered Glass schwarz. Grundsätzlich bringt das Gehäuse schon mal 240 mm RGB-Lüfter in der Front mit. Das ist ganz nice. Mich hätte es gefreut, wenn sie in der Rückseite auch noch einen verbaut hätten als Exhaust, damit die Luft wirklich durchströmen kann. So wird sie nur reingepumpt und landet irgendwo. Wäre ganz nice gewesen. Warum ist es wichtig, dass es ein Micro-ATX-Gehäuse ist? Weil sie hier ein Micro-ATX-Mainboard verbauen. Normalerweise schimpfe ich auf die Dinger ja immer, wenn die in ein Full-ATX-Gehäuse reingeworfen werden. Hier passt es dann aber. Ist jetzt auch nicht das beste Mainboard, kommen wir gleich auch noch zu, aber wie gesagt, passt zum Gehäuse. Qualitativ weiß ich, dass die Lianli Cases in den meisten Fällen ziemlich gut sind. Ich hatte mal das LanCool 2 hier, das war Full-ATX, das fand ich nicht so geil, preis-leistungstechnisch. Hat sich mittlerweile auch geändert vom Preis her, aber zu dem Zeitpunkt fand ich so teuer. Ansonsten sind die qualitativ aber okay. Es hat eine Mesh-Front Airflow ausgegeben, passt schon. Und das kostet 69,85 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-11400F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4-3200MTS. Den könnt ihr auch schneller betreiben, sage ich immer wieder. 3600, 4000, überhaupt kein Problem, das machen die mit. Wir müssen hier ganz klar festhalten, dass wir ja schon in der 13. Generation sind und der 11400 schon ein bisschen älter ist. Das wäre vergleichstechnisch so, als würdet ihr jetzt gerade einen PC kaufen mit einem Ryzen 3600. Das ist jetzt grundsätzlich kein schlechter Prozessor, aber man kriegt halt für das Geld schon was Aktuelleres. Streamen solltet ihr mit dem auch lassen, es sei denn, ihr benutzt bei Nvidia den NVENC-Encoder über den Prozessor rendern, während man zockt und dann noch irgendwie nebenbei, was weiß ich, Discord und Spotify und so offen hat, vielleicht noch den Stream nebenbei laufen hat, damit man es kontrollieren kann. Dafür ist er nicht so gut geeignet. Hier ist auch der Kühler schon mit dabei. Ich sage euch, die Dinger sind echt laut. Gerade die von der 11. Generation, die 12er, die gehen so ein bisschen, aber die in der 11. sind echt laut. Der schafft es zwar, den zu kühlen, aber ist nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen haltet es euch offen, wenn ihr nach dem Bild gehen wollt, vielleicht später bei der Geizhalsliste noch 20 Euro draufrechnen. Und der kostet 116,44 Euro bei zenetic.de. Das Mainboard ist ein MSI B560M Pro-VDH Wi-Fi. Das hat gekühlte Spannungswandler, ja, also, naja, hübsch ist es nicht, aber es hat gekühlte Spannungswandler. 4 RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier kann auch noch eine SSD verbaut werden, hier die Grafikkarte und diese beiden Slots könnt ihr für Erweiterungskarten wie zum Beispiel eine Capture-Card nehmen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, WLAN und Bluetooth ist auch schon mit dabei, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0, zweimal USB 3.1, die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, es ist ein 11400F, das F bedeutet für euch, er hat keine integrierte Grafikeinheit, ihr zieht das Bild bitte über die Grafikkarte. Die Frage kommt immer wieder, deswegen, ich wiederhole es lieber nochmal. Zweimal USB 2.0 haben wir auch mit dabei und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen. Also hübsch ist anders, aber es erfüllt halt die Sachen, die in so einem 1000-Euro-System drin sein können, wobei wir schon wesentlich bessere Systeme gesehen haben für 1000 Euro. Aber es ist jetzt nicht das Schlechteste, nicht das Beste. Da müsst ihr selber mit klarkommen, wenn es euch optisch gefällt, also mir gefällt es nicht, aber gut, das muss jeder selber wissen. Hier muss man auch noch ganz klar sagen, es ist der Sockel 1200, wir sind ja bei 1700 jetzt gerade, bei der 12. und 13. Generation von Intel. Großartig erweitern ist mit dem Ding nicht mehr.
mehr. Ihr könnt natürlich die aus der 11. Generation noch aufrüsten, die Prozessoren, aber 12er und 13er passt schon nicht mehr. Und das kostet 129 Euro bei Alt. Die Grafikkarte ist eine MSI Ventus 2X Nvidia GeForce RTX 3060. Die ist ganz in Ordnung, die passt gut in so ein 1000 Euro System rein. Damit könnt ihr in Full HD auf jeden Fall gut zocken. WQHD kommt immer auf das Game an, also Valorant oder was weiß ich, Fall Guys und so, das funktioniert natürlich gut. AAA Titel muss man schon ein bisschen die Grafik runterschrauben, die passt aber soweit schon. Ist bei 1000 Euro wirklich gut angesagt. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 355 Euro bei Mindfactory. Arbeitsspeicher G-Skill Aegis DDR4 3200 CL16. Viele, die mich kennen und meine Videos kennen, wissen, ich schimpfe immer auf den RAM, ist persönliche Erfahrung. Ich habe ein paar Mal gekauft, er war immer wieder defekt, mal nach einem halben Jahr, mal direkt out of the box. Ich mag ihn einfach nicht. Es ist aber halt so ein Budget-RAM. Ich würde den nie wieder verbauen, wenn ich jetzt Systeme irgendwie mal den Leuten zusammenstelle, würde der nie da reinwandern. 3200 MTS entspricht natürlich der Spezifikation von Intel bei dem 11400F. Man hätte mehr nehmen können. 16 GB in der Preisklasse auch noch in Ordnung, aber da sage ich auch später nochmal was zu. Und der kostet 35,27 € bei Mindfactory. Datenträger ist eine Solid IGM oder Solidigim, keine Ahnung, P41 Plus NVMe SSD. Der hat in dem Fall 1 Terabyte, 4125 MB die Sekunde lesen, 2950 MB die Sekunde schreiben. Es ist jetzt nicht die beste SSD, für den normalen Gamer reicht es auf jeden Fall. Nur man muss hierbei sagen, die hat gerade mal eine TBW von 400 Terabyte, danach geht die irgendwann in die Fritten. Und wir haben hier QLC-Speicher. Aber ich sage es immer wieder, es ist relativ egal für den normalen Gamer. Bis ihr das durch habt, dann das braucht 10 Jahre, bis die verreckt. Man könnte natürlich qualitativ was deutlich Besseres nehmen, da legt man doch ein paar Euro drauf. Aber so ist es jetzt halt, die ist da drin. 1 Terabyte ist auch in Ordnung in der Preisklasse. Und die kostet 59,90 € bei Alternate. Das Netzteil ist ein Aerocool Aero Bronze 650M 80 Plus Bronze Netzteil 650 Watt. Es hat keine Garantieangabe, schon mal ein schlechtes Zeichen. Hat 80 plus Bronze Zertifizierung, das wünsche ich mir auch Minimum bei solchen PCs. Und es ist Vollmodular. Gut, Vollmodular hin oder her. Ist ganz nett, dass man es hat. Es ist aber nicht das beste Netzteil. Ich habe euch im letzten Video die PSU Tierlist gezeigt. Ich hatte auch voll vercheckt, die dann in die Videobeschreibung reinzupacken. Habe ich jetzt nachgeholt. Wird in diesem Video auch in der Videobeschreibung landen. Das ist nämlich nur ein C-Tier-Netzteil. Über diese Liste könnt ihr immer gut vergleichen, wie qualitativ hochwertig oder minderwertig eben Netzteile sind. Wir haben hier C. Das Beste ist A. Ob ich mir das persönlich kaufen würde, weiß ich nicht. Bei so einem 1000-Euro-System, es geht auf jeden Fall besser. Wenn das jetzt in so ein, sage ich mal, 600-Euro-System reinwandert, ja gut, dann scheiß drauf. Aber ja, so ist es jetzt halt. Ansonsten 650 Watt reichen für das System ganz dicke. Deswegen denke ich auch, wird das Netzteil gut durchhalten, weil es sowieso nicht an der Leistungsgrenze betrieben wird. Aber ich persönlich hätte was anderes genommen. Und das kostet 64,90 € bei caseking.de. Ansonsten, Betriebssystem ist nicht mit dabei, wir bekommen hier 2 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return durch caseking. Pickup und Return ist geil über 2 Jahre, aber auch interessant, dass das durch caseking gemacht wird, weil das System gibt es auf deren Page nicht mehr, aber hier. Wahrscheinlich war es caseking einfach zu alt oder die hatten Restbestände, haben die dann an diesen AFB-Shop irgendwie abgetreten und die bieten das Teil jetzt an, lassen die Garantie trotzdem über caseking abwickeln. Ansonsten Lieferumfang, PC und Stromkabel. Ja, Stromkabel ist nicht selbstverständlich. Es gab so einige Anbieter, wie zum Beispiel JoyIT von Netto, die liefern kein Stromkabel mit. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir diese exotische SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 830,36 €. Das System soll kosten 999 €. Das ist jetzt keine großartige Abzocke. Ist ein bisschen teuer, aber ja, geht noch. Mindfactory zum Beispiel nimmt, glaube ich, aktuell 190 €, wenn ihr euch da Sachen zusammenstellt und das von denen zusammenbauen lasst. Das Ding ist einfach, man bekommt für diesen Preis deutlich bessere PCs. Oder ihr legt noch irgendwie 50 oder 60 € drauf und dann habt ihr auf jeden Fall einen besseren PC. Schaut euch mal die letzten beiden Videos an. Einmal der Hardware-Rat-PC und der Hardware-Deals-PC oder die PCs von Hardware-Deals. Die waren deutlich besser, deutlich aktueller, hatten viel mehr Leistung und ich würde davon die Finger lassen. Ich habe den PC hier bei Discord reingeschickt bekommen über Videovorschläge, da sagt Farbensplash, habe diesen PC gefunden und würde ihn mir auch holen, aber lohnt er sich preis-leistungsmäßig? Für dich die Antwort, nein. Man bekommt für den Preis halt schon mehr Leistung. Und wie gesagt, guckt euch die letzten beiden Videos an, da war für 1000 € oder etwas über 1000 € deutlich mehr Leistung drin.
Unter anderem auch doppelter RAM-Speicher, eine bessere Grafikkarte und solche Geschichten. Also ich würde davon die Finger lassen. Und hier jetzt auch nochmal der Hinweis, joint unseren Discord, falls ihr Fragen oder so habt oder Videovorschläge. Ich schaue mir die alle an in der Liste. Und wenn ihr irgendwie eine Geizhalsliste braucht für neue Systeme oder so, macht einfach ein Ticket über unser Ticketsystem auf. Unsere Mods werden sich dann darum kümmern. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.